Hallo liebe Freunde, hier sind wir wieder bei Cornucopia. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Der Zug ist noch nicht ganz abgefahren. Wie ist das? Yeah. Der wilde Captain. Okay. Das ist schon crazy. Oh, ja. Warum nicht? Ja, wollen wir mal weitermachen mit unserer Michaela auf unserer neuen wunderbaren Chicken Farm. Was sind das denn für Monster da hinten eigentlich? Oh, das sieht nicht gut aus. Ja, mit Monstern müssen wir uns hier wohl auch beschäftigen. Ah, klappt. Das Schöne, was ich jetzt entdeckt habe an dem Spiel ist, man muss hier nicht immer nur schlafen gehen, um abzuspeichern. Zellfrischkäse? Nee. Man kann auch einfach so speichern. Das ist echt eine coole Sache. Oh, wir sind hungrig. Was kann ich denn essen? Was sind das? Kaliszucker. Nee, ist wahrscheinlich nicht so gesund. Also wir können abspeichern, wann wir wollen. Und er lädt dann auch, wann wir wollen. Also eigentlich eine coole Sache. Das finde ich mal wirklich eine gute Verbesserung. Ich hatte ja schon mal so ein bisschen gemeckert. Ne? So Stardew Valley-like. Immer diesen Quatsch übernehmen. Aber ist hier gar nicht so schlimm. Kann man das essen? Add to shipping bin for 18. Das kann man verkaufen. Okay. Ja, ich brauche mal ein bisschen Geld, ne? Aber wir könnten auch mal was kochen, glaube ich. Kann man hier was kochen? Ich habe da so 1000 Rezepte. So, Nugget, wo bist du jetzt? Nugget, wo bist du? Du bist hier leise. Okay, ich dachte, wir hier ins Schwarze gefallen. Schwarze nichts. Herd benutzen. So, wie geht denn das jetzt hier? Habe ich hier irgendwelche Rezepte? Nö, oder? Was ist das hier? Geburtstagskuchen. Aha. Ach, da ist irgendwas. Ach, Grüne, wie viele Rezepte gibt's denn hier? Jalapeno Popper. Da brauche ich Frischkäse, Jalapenos und dann war es das schon. Ich habe aber keine Jalapenos. Orangen-Ingwerhühnchen, da brauche ich. Oh, ja, Zutaten. So, was haben wir denn noch? Gibt es hier irgendwas, was ich machen kann? Ei im Korb. Da, oh, haben wir so viele Zutaten. Ui, okay. Vogelnestkuchen. Da braucht man Kaugummi. Ja. Puderzucker, Milch, Mehl, ach, Kakaobohnen. Ja, das ist, sieht ja lustig aus hier. Das kann ich allerdings nicht machen. Das Holzfäller-Frühstück. Ich habe eigentlich nichts an Zutaten hier so wirklich. Ich müsste mal was kaufen vielleicht. Oder so festliche Torte, nee, das ist auch Quatsch. So, was ist das? Ein Smörrebröt also sozusagen. Da brauchen wir Cracker, Kakaobohnen, Zucker und Ahornsirup. Die Marinade klebt überall an ihren Fingern, für die Bar abwaschen. Danke. Bevorzugt Soßentopf. Habe ich denn sowas? Brauche ich dann noch extra Töpfe hier oder was? Okay. Ja, wir haben ja so ein paar Gerichte durch Rummellose bekommen, aber ob dazu jetzt etwas ist, womit ich was anfangen kann, keine Ahnung. Also, ich habe auch nie mit Rummellose gekocht, das ist mal was Neues. Ja, also ohne Rezept kann man dann bestimmt nicht kochen hier, ne? Dann sieht das ein bisschen schlecht aus für uns. Ja, das hilft uns hier nicht. Was ist denn im Kühlschrank Leckeres? Soda! Ja, okay, wir haben noch Zitronengras und Rucola. Aber wer will schon Rucola essen? Jo. Aber die Johannisbeere ist doch bestimmt zum Essen. Dann tun die mal hier sicherheitshalber rein. Außerdem ist sie dann aus unserem Inventar weg. So ein Rettich hier. So ein Radi. So, den tun wir auch mal weg. Salbei. Kann man auch da rein tun. Ein Hecht. Ein Hecht. Kämpft aggressiv. Okay, das ist schön. Den kann man bestimmt auch kochen. Dann haben wir auch hier einen Seeteufel. Auch lecker. Eine Muschel. Was macht man damit? Die ist auch essbar. Okay, was ist das jetzt hier? Möbel bearbeiten. Ich will jetzt keine Möbel bearbeiten. Oh, oh Hundi, was ist los mit dir? Achso, muss ich länger behalten. Ich würde das sicher gut gebrauchen können. Anders Rezept. Okay. Und dann habe ich Ihnen gerade was geschenkt, ohne es zu merken. Ja, gut. So, ich glaube, wir müssen mal mit ihm ein bisschen das Bällchen spielen oder so. Komm, hier, Bällchen! Hundi! Oh, Mann!
Bring das Bällchen, bring das Bällchen, bring, bring, bring. Wuff, überbordende Freude, das ist fantastisch. Oh, wir haben ein neues Team Achievement, weil wir mit unserem Hund gespielt haben. Was? Was ist das für ein Symbol oben jetzt gewesen? Das bin ich mir noch nicht so sicher, ob das gut war. Kommen die jetzt Bürsten eigentlich? Es gibt viele verlockende Düfte und faszinierende Ecken auf dieser Farm zu entdecken. So, jetzt haben wir gebürstet. Dann kriegen wir nochmal Herzchen. Und du auch, Küken. So, Nuggets, dann geht's dir auch besser. So, apropos, wie geht's dir überhaupt? Moment, noch. Soll jetzt gar nicht, aber egal. Krieg ich jetzt die blöde Bürste weg. Was ist das eigentlich? Ach, das ist ein Kochtopf. So, wir wollen dich aber nicht in den Kochtopf schmeißen, sondern wir wollten nur mal gucken, wie weit bist du? Also, du hast jetzt hier schon irgendwie Level gekriegt. Bindung Level 1. Aha, okay. Hier hast du Punkte. Ist glücklich. Hat so halbwegs Hunger. Und ist 3 Tage alt. Nee, 3 Jahre alt. Was? Schon 3 Jahre? Nee, Tage 3. Ja, nee, Jahre. Tage alt 3, Jahre alt 0. Achso, das ist aber kompliziert. Na gut. So, achso, wir müssen vielleicht unseren Hund hier auch mal was. Wir haben bestimmt auch was zu futtern und zu trinken, ne? So, einmal das hier. Und hätte noch eine Hundefutter. Ist das? Das ist Hundefutter. Das sah komisch, das sah wie ein Haufen aus, aber. So, Hauptsache er ist zufrieden, ne, Hund? Ja, braver Hund. Ja, ein kleiner Tipp für dich. Jedes Werkzeug, das du besitzt, hat eine spezielle Funktion, die das Leben auf dem Bauernhof erleichtert. Drück die Stringtaste, um sie zu aktivieren und verbessere deine landwirtschaftlichen Fähigkeiten. Achte nur darauf, dass die Leiste am unteren Rand deines Werkzeugs voll ist. Benutze sie für deine täglichen Aufgaben, damit sie immer wieder aufgefüllt wird. Okay, ja. Haben wir verstanden. Okay, ja, spannend. So, könnte ich hier irgendwas ernten eigentlich schon? Oh, wir haben Pflanzenmaterial bekommen. Ist das denn gut? Mal. Hm. Kann ich das auch so ernten? Nee. Nochmal. Hm. Okay. Hier haben wir irgendwas gepflanzt. Was habe ich denn hier noch? Narzisse. Die ist essbar? Die Kuh zum Fressen. Ich kann eine Narzisse essen? Hm. Ja, ich bin aber immer noch hungrig. Okay, Narzissen essen. Ist nicht so das Ding. Was ist ein Mondstein? Ist 1000 wert. Aber ich weiß nicht, ob ich den verkaufen sollte. Was ist das? Das ist pflanzbar. Eine Lerche. Kann man den irgendwo hin hier? Hm. Also hier in den Boden kann man nichts pflanzen. Hier könnte man die... So von dem Stall. Oder hier ist ja noch Platz, oder? Dann machen wir den anderen Baum hier auch hin. Und den. So, kriege ich wieder eine Belohnung. Und hier den. Ups, auch. Was hat hier denn eigentlich ein komischer... Was ist das hier? Stein oder was? Ah ja, hier kriegt man Steine. Gut, wir müssen sie ja auch benutzen, die Sachen. Ne? Und will ja besser werden. Was ist das? Flump. Eine Lilie, okay. Holz, Holz, Holz habe ich hier. Ja, yeah, wunderbar. Haben wir auch schon wieder super Punkte bekommen. Auch nochmal. Joho, Logging ist auf Level 2 aufgestiegen. Super, super. Warum auch immer? Okay. Herzlichen Glückwunsch, Michaela. Jo, wir haben hier einen Preis bekommen, zufällig. Wir können jetzt eine Mysterium-Zuchtkunst bekommen, Chef's Delight, zufällig gekochtes Essen oder ein schnelles Gemüsewachstum. Ich habe Hunger. Ich brauche ein Hummerbiskuit. Okay. Oh, das gibt's. Gesundheit ist da eigentlich noch gut. Hunger, gut, aber... Essbar, das ist 900 Gesundheit. Das würde ich jetzt eigentlich noch nicht verplempern. Essbar... bringt mir aber jetzt so nichts. Soll ich sonst noch Mehlwürmer gut essen? Nee, danke. Was ist das? Ein Schneeglöckchen. Sollte man eigentlich nicht essen. Sind giftig normalerweise. Koriander. Ich brauche irgendwas Richtiges zu essen, Leute. Oh, da gibt es auch Bohnen. Füllen Sie Ihre Gießkanne hier auf. Ah, wo ist denn die? Und da. Blob. Okay, dauert aber lang. Gut, gut, okay, ich habe nichts gesagt. So, hier geht's das Grundstück zu Ende. Müssen wir auch mal gucken. Das war, oh, das war echt groß. Okay, hier ist ein Bäumchen. Was sind das hier für Blumen?
Flump, das ist nur ja, Pflanzenmaterial. Das können wir mal schön zum Dünger verarbeiten. Das ist okay. Hier haben wir noch mal irgendwelche Pilze. Hier ist ein riesen Durcheinander. Okay. Und hier ist unser riesiges Feld, was wir schon angelegt haben. Ja, wir sollten vielleicht mal irgendwas anpflanzen, was gut ist. Die, eine Riesenblume zieht Bienen und Vögel an, liefert leckere Snacks. Zum Füttern von Nugget. Ach, das kann man füttern für Nugget nehmen. Was habe ich denn hier noch? Irgendwelche Boosts oder so. Okay. Okay, dann ist Nugget jetzt schon mal fröhlich gefüttert. Gesundheit, Energie. Essrang, Gesundheit, Energie. Essrang, Gesundheit, Energie. Ja. Ist eigentlich okay bei mir. Ich bin jetzt auch nicht mehr hungrig, oder? Mal gucken. So, mit dem Hund haben wir gespielt. Der dürfte zufrieden sein. Wir haben schon wieder Post. Mein Gott, was ist, wer ist die jetzt? Brianna. Bücher sind meine Herzensangelegenheit. Wenn Sie also Fragen zur Literatur haben oder einfach nur plaudern wollen, kommen Sie jederzeit in der Bibliothek vorbei. Mein kleiner Tipp von Ihrem freundlichen Bücherwurm. Cardpacks sind auch als witzige Lesezeichen zu gebrauchen. Ah, lustig. Ja, okay. Cardpacks. Ja, habe ich Cardpacks? Ich glaube momentan nicht. Ich habe noch einen kleinen Wurm. Und einen Kaffee. Naja, wir haben jetzt momentan genug Energie. Das wäre jetzt nicht das Problem. So, hatte ich hier irgendwas drin? Ich habe irgendwas hinzugefügt. Warum auch immer. Brauche ich nichts. Kompost. Wir können mal wieder ein bisschen was kompostieren hier. So. Und hier auch noch so ein weiches hier. Das da kann man das auch da reinschmeißen. Ach, das geht auch. Aha. So, der wurschtelt jetzt hier noch. Mehlwurm habe ich hier noch. Okay. Mein Gott, das sind so viele Krempel. Ich soll mal ein bisschen was hier ins Lager schmeißen. So, eine Espressomaschine. Aha. Die nehme ich vielleicht mal mit. Für nach Hause. Was ist das hier nochmal? Ein Sprinkler. Hm. Bräuchte ich das? Weiß ich nicht. Ein paar. Keine Ahnung, ob man das jetzt schon verkaufen sollte oder so. Hier habe ich auch noch so einen komischen Kartenpack. Gut, den können wir ja auch mal hier reintun. So, Kugelfisch. Sack mit Schluff, Sack mit Lehm, Beutel mit Sand. Das ist wahrscheinlich für die Pflanzen. Vermute ich mal. Okay, hier haben wir noch was zum Essen. Rote Johannisbeere. Aha. Und den, was ist das hier eigentlich? Das ist spezieller Kompost, ne? Ah ja. Koriander. Holz. Cluster. Ein Mysterium. Angewendet ein Rätsel im Inneren eines Steins. Ah, das ist für diesen Tumbler. Ah, okay. Dann habe ich hier noch einen kleinen Regenwurm. Waldstein. Wiederverwertbar. Schleudermunition. Okay. Das sind einfach nur Steine. So, okay. Was habe ich hier noch? Kann ich irgendwas machen? Kartenpackung. Okay, aber irgendwie öffnen kann ich anscheinend nicht, oder? Quest-Kartenpack, kann ich damit irgendwas machen? Nehme ich nochmal eine Mega-Kartenpackung? Ahnung. Ne, die kann ich hier nur... das kann ich öffnen. Okay. Erwässerungsquest, empfangende Worte. Ein Shop-Quest. Was sind das für Dinger? Eine Futtersucher-Quest. Das hier, Mega-Kartenpackung. Sensor spart Energie. Was sind das für merkwürdige Sachen? Und Chance auf dreifache Gemüseernte. Ja. Okay. Also das muss ich hier drin. Nee, doch. Drin verwenden. Eine Espressomaschine. Wir können eine Espressomaschine bauen, oder? Mache ich das?
hier irgendwie den Möbelmodus benutzen oder was? Espresso-Maschine. Ach so. Wo ist sie denn jetzt? Hä? Irgendwas ist passiert. Ich weiß nicht was, aber... Wo ist sie jetzt? Hatte ich jetzt eine Espresso-Maschine? Keine Ahnung. Nee, da ist sie doch. Ah, okay. Kann man die hier drehen? Ah, tatsächlich. So, und dann sieht man das Ding nicht mehr. Das Telefon. Warte mal, stellen wir dich mal dahin. Ich dahin. So, ein bisschen Abstand. So. Das, was kann ich mit dem Ding jetzt machen? Benötigt Wasser in Flaschen. Aha, okay. Also war nichts mit Espresso. Schade, ich wollte mir einfach mal einen Kaffee machen. So, kann, muss ich den hier irgendwo... Oh. Das für den Ofen nutzbar? Irgendwie, aha. Okay, dann gehört das zum Ofen. Dann haben wir das auch schon mal. Ah, kompliziert, aber wir müssen es ja... ist ja schon dunkel. Erstmal hier zurechtfinden. Okay. Ich habe eigentlich irgendwas zu verkaufen noch. Waldstein, ja, nicht so wirklich geiles. Muss man sagen. Aber ich brauche noch ein bisschen Taschengeld hier irgendwie. So, Kompost ist fertig. War hier irgendwas drin? Schießpulver und grüner Kompost. Schießpulver, hey! Okay. Kann ich hier irgendwas verkaufen? Grüner Kompost gibt Geld. Das ist ja schon mal gut. Hundefutter. Baumstamm. Lidie. Okay, die gibt 40. Ist doch gar nicht mehr so schlecht. Das ist ja schon mal gut. Schießpulver gibt 25. Klar, irgendwann werde ich es wahrscheinlich brauchen, aber ich brauche auch ein bisschen Kohle. So. Dann kann man auch sortieren hier. Okay. Gut, haben wir zumindest mal ein bisschen was. Boah, ist das dunkel hier. Man sieht ja nichts. Ich geh mal. Moment, ich habe da noch so eine Kugel, ne? Ein Cluster. So, dann kann der Tumbler hier nochmal rumclustern. Und wir gehen mal ins Bett. So, Nugget, du willst auch schon pennen, ne? Gut. Yippie! Dann machen wir mal Eier. Hier ist übrigens ein schönes Bild, was ich jetzt mal aufgehangen habe. Und wir machen Sleep Safe. Ach du Güte, Leute. Wo wir auch Kinder kriegen? Gucken die Eltern entsetzt oder fröhlich? Ich bin mir nicht sicher. Der Geruch von frischer Erde ist so belebend. Heute ist Frühlingspflanzfest auf dem Seedling Park. Platz. Parkplatz. Oh. Was ist jetzt? You have earned a powerful Steam Achievement. Stick to the process. Was? Okay. Ich habe einen Knochen bekommen. Ich habe einen Knochen bekommen. Es ist ein Knochen. Wo ist mein Hund? Der kann das bestimmt gebrauchen. Moment, wir haben. Wo ist meine Gießkanne? Hier einmal. Schon alles wieder weggesoffen. So, warte mal. So, zack. Und Hundekuchen, Hundefutter. Hier. Wuffi, wo bist du? Manga oder Hanga, oder wie immer du heißt. Wo ist denn der kleine Racker? Hier verschwindet das Haus dann auch. Ist hier eigentlich irgendwas drin? Ja, hier ist für unsere Zucht dann später, wenn wir 78 Schafe haben oder so. Aber gut, dass die Gebäude innen größer sind als draußen. Okay. So ist ein Nugget eigentlich, ich sehe es gar nicht. Unser Huhn? Was ist denn unser Huhn? Na, Futter. Moment, wir haben doch hier so ein Rufinstrument. Eine Glocke. Hallo? Haustier? Wo? Funktioniert nicht. Oh, da ist es ja. Nugget, wie geht's hier? Hungrig. Okay, komm, hier, lecker Mehlwurm. Yum, yum, das geht immer, ne? Gut. Ja, kann man hier eigentlich was... Uah, ich kann nicht... Oh, Nugget ist ertrunken. Okay, scheiße. Ich kann hier einfach rausspringen. Da ist Nugget, es taucht. Nugget ist ein Tauchhuhn, okay? Spannend.
Gut, wir gehen mal in die Stadt. Mal gucken, was da passiert. Angeln kann ich anscheinend noch nicht oder so. Habe ich eine Angel? Ach, ich habe eine Angel. Ach, Moment. Ich habe eine Angel. Dann kann ich doch auch angeln, oder? Wie geht denn das? Warte mal. Mehlwurmfutter für Hühner und andere Lebewesen? Muss ich nicht noch zum Einspeisen in Nugget? Okay. Wahrscheinlich Köder. Gut, die Würmer, die ich habe, die sind wahrscheinlich nichts. Wie mache ich das jetzt hier? Nichts. Nicht als Köder verwenden. Mhm. Hä? Huch. Was? Okay. Setzen Sie den Haken. Hm. Was ist jetzt? Hm, muss ich jetzt schon was machen? Oh! Drop Zone! Das ist ein interessantes Angelspiel. Das ist irgendwie so ein... das ist ein Minigame hier mit... Wie geht das denn jetzt? Hä? Was ist das hier? Drop Zone. Oh! Das ist mal eine ganz andere Art zu angeln. Hä? Ja. Was macht der Ball dann da? Plopp. Plopp. Der bleibt dann da an irgendeinem Gegenstand liegen. Hm? Wenn du Glück hast, kriegst du den dann, oder wie? Ich habe eine Schatztruhe gefunden. Das ist ein merkwürdiges Angeln. Okay, ja, ist mal was anderes. Ich habe eine Krabbe. Hey. Was machen wir da gerade mit der Krabbe? Gib sie ihm, Nugget. Böse Krabbe, aus. So, wir haben jetzt Kompost. Armer Kompost. Das ist echt ein ganz armer Kompost. Okay, was ist mit der Krabbe jetzt hier? Kann ich auch ansacken? Das war jetzt merkwürdig, aber gut. Nee, Wurfball nicht. Okay, komm Nugget, hauen wir wieder ab. So, wir haben jetzt hier eine tote Krabbe. Na gut, ja, ist Angeln. Mhm. Ist zumindest was anderes hier. Sehr crazy, okay. Geht's denn da eigentlich hin? Ja, zum Strand, ne? Gut, da waren wir. Na, wir müssen da oben hin. Sprint, Sprint. Unser Hund ist da oben auch? Was macht der denn da? Okay. Dann gehen wir nochmal hin. Und die Post klauen? Ne. Es war. Ich wollte nochmal reingucken. War auch nichts drin. Ach ja. Nichts drin. Keiner schreibt hier jemanden. Das ist blöd. So, gut. Gehen wir mal hier nach oben, oder? So. Hm? Oh, schön geschmückt hier. Ist das? Kann man da rein durchgucken? Tatsächlich. Cool. Ich habe ja ein grünes, rosa Kleid an. Grünes Kleid. Ich bin blöd. Okay. Witzig. Ja. Komm, Nugget, guck doch auch mal durch. Ah, nee, geht ja gar nicht. Bist zu klein. Okay. Kann ich hier was pflücken? Oh. Nicht hier. Was macht... Nugget hat es zerlegt. Okay. Danke, Nugget. Sehr schön. Das ist so gut, bei den Busch hier kaputt zu machen. So, wir müssen nochmal was essen. Okay. So, Nugget. Oh, hier geht's ab. Okay, wir gucken gerade hier nochmal. Okay, ach, guck mal, hier ist unser Hund. Hier wird abgedanced. Was machst du denn hier? Hallo?
Yes, so cool. Und noch nicht zufrieden auf jeden Fall. Was überrascht mich zu sehen? Du hast erstaunt, wie viele Haustiere ich umsonst bekomme. Hä? Okay, sind anscheinend alle Dorfbewohner versammelt. Wie es hier aussieht. Aha, auch so nett mit dem Laptop. Und hier irgendein Leben. Wyatt. Magnus. Ist das hier Gertrude? Du bist der Beste. Vielen Dank für dieses wunderbare Geschenk. Oh, ich habe dir jetzt eine rote Johannisbeere geschenkt. Ey, das wollte ich wieder haben. Ich sag gar nicht. Ach, ist auch egal jetzt. So, wer bist du, Vogel hier? Nee. Ich will mit dir reden. Solche Feste sind nur eine Ablenkung. Ich könnte jetzt an einem Gitarrenverstärker angeschlossen sein. Ja, das. Oh, eine Mietzerkatze. Hallöchen, wer bist du denn? Pickel. Miau. Miau. Okay. Ich glaube, Katzen reden. Und du, André? Ach, das ist ein Doktor. Landwirtschaft ist vielleicht nicht so mein Ding, aber es geht doch nichts über gefühlvolle Melodien der Country-Musik. Okay, ja, wenn du meinst. Was ist das hier? Zum Spielen. Start. Muss ich hier irgendwas machen? Au. Oh. Ist das gut, wenn ich auf die Frau schieße? Ah, komm, schieß auf die Opfer. Das macht ihr doch in den Filmen auch immer. Keine Ahnung, ist das jetzt richtig hier? Ich habe einen Score von 6, was immer das bedeutet. So, nochmal. Keine Ahnung. Okay, wir schießen. Oh, wir haben irgendwas, irgendeinen Bonus oder was? Zeitbonus. Ja. Gewalt ist eine Lösung. Ich auch. Zack, danke, zack. Ja, ich werde noch schneller. Hallo? Yes, es. Your score 42. Ich bin ein kleines bisschen verbessert, ja. Halleluja. Kriege ich aber jetzt irgendwas vor? Was ist das hier? Spielen. Was soll ich denn hier spielen? Was ist das? Okay. Oh. Ich habe falsch geklickt. Nochmal. Wir müssen ja, glaube ich, nichts bezahlen, oder? Your score ist 8. Ja, Wahnsinn. Okay. Bradley, wer bist du? Argus. Habe ich mit ihm schon geredet? Argus, erwarte diesen Frühling ein ruhiges Meer. Ein ruhigeres Meer als sonst. Ja, ja, habe ich mir schon gedacht. Dieses Jahr wird ruhig. Mhm. Keine Ahnung, wie ist die da? Anastasia? Zwei Kinder. Ich habe einmal versucht, meinen eigenen Dünger aus Kaffeesatz herzustellen. Sagen wir einfach, es ist nicht sehr gut gelaufen. Warum bist du jetzt schwanger geworden? Okay. Das, was hast du da falsch gemacht? Was ist das hier? Haufen Mithril Sprinkler Blaupause kostet 1000 Dollar. Ja, okay, ich bin wohl. Das ist ein komisches Fest hier. Sierra, wer ist das? Oh. Hey Buddy, meet 15 NPC. Es gibt nichts Besseres als frisch gebacktes Brot, verziert mit Kräutern, die man im Frühling in der Wildnis gesammelt hat. Haha. Okay, wir können gerne mal zusammen in eine Kräuter sammeln gehen draußen. Ah, das ist die Frau mit den Büchern. Feste sind wie die Fußnoten zu unseren Geschichten. So geben uns so viel Würze. Ich sollte diese Erfahrung für mein nächstes Buch dokumentieren. Würze, ja, Maggie zum Beispiel. Penelope! Ich finde es einfach toll, wenn alle zusammenkommen, um den Wechsel der Jahreszeiten zu feiern. Da wird mir ganz warm ums Herz. Er hat ja auch viel Herz, okay. Wie ist das? Ach doch, gut, du Rufus. Der ist ja auch hier, guck mal an. Jede Stadt ihre eigenen einzigartigen Bräuche. Der Ursprung dieses Brauchs ist ein Rätsel, aber er weiß, wie man alle auf Trab hält. Der Brauch. Da siehst du diese Kiste? Sie ist vollgepackt mit einer potenten Mischung aus Gemüsesamen und hochleistungsfähigem Sprengstoff. Was? Wir lassen sie in den Himmel steigen und lösen aus der Ferne eine spektakuläre Explosion aus. Wie sind die denn hier drauf? Und wenn du bereit bist, das Festival mit einem Knall zu beenden, um die Kiste zu starten, brauchst du nur einen Klick zu machen. Es wird ein unvergesslicher Anblick sein. Festivals sind eine hervorragende Möglichkeit, die Einheimischen kennenzulernen und dauerhafte Beziehungen zu knüpfen und alle in die Luft zu sprengen. Schade, dass nicht alle heute hier sein können. Probieren Sie doch die Spiele aus, mischen sich ein wenig und die Leute genießen die festliche Stimmung. Ich freue mich darauf, Sie bald wiederzusehen. Warum sieht sie mich jetzt schon wieder?
Ich muss gestehen, dass ich in einer der Ideengeber für dieses aufregende Spektakel war. Statt dieses Rätsel, dieses Spiel, Fest ist ein Rätsel. Die Vorfreude ist elektrisierend, nicht wahr? Ja, vielleicht für deinen Herzschrittmacher. Also, wer bist du? Liana, hatte ich die schon mal? Ach ja, das ist die. Okay, die fällt mir irgendwie. Okay, wen haben wir hier? Ach, unser Postbote, der die Post ständig verliert. Die Kunst des Gärtners mag mich manchmal verwirren, aber ich weiß den Geschmack von selbst angebauten Tomaten zu schätzen. Ja, das ist mir wurscht, von mir kriegst du keine. Wer ist das? Camelia? Ach, die hat uns so geschrieben. Ich verrate euch ein Geheimnis. Ich habe vielleicht die besten Samen für mich behalten, aber alles für einen guten Zweck. Ja, verstehe. Kein Wort. Gut. Was ist die Krankenschwester? Nancy? Als KI kann ich Gefühle nicht auf dieselbe Weise empfinden wie Menschen, aber ich bin so programmiert, dass ich dafür sorge, dass, dass du das Fest genießt und gesund bleibst. Die ist eine KI? Okay. Das ist, spannend. Ah, hier haben wir noch einen. Harold. Kein kostenloses Eis in diesem Jahr, das ist aber was anderes. Aber hey, der Charme des Festivals besteht ja nicht nur aus Gratisgeschenken, oder? Verdammt nochmal. Ich finde schon. Mr. Fuji? Wer ist das? Karatelehrer? Er soll geheim bleiben, aber ich trage im Frühling meine Glücksfestival-Unterwäsche. Ein alter Knabe sollte seine Geheimnisse haben, oder? Er sollte unter uns bleiben. Deine Unterwäsche? Ja, ist vielleicht besser für alle. Vincent. Jedes Gesicht erzählt eine Geschichte. Eine Liebesgeschichte, die darauf wartet zu passieren. Oh, der Charme des Festes. Ja, ist okay. Herzfehler, was ist mit dem? Wer ist das denn? Der Reiz des Spielsommers im Frühling ist unvergleichlich. Wer als Koch welches Niveau erreichen will, braucht seine saisonale Zutaten. Und unsere Stadt bietet dem Frühling die perfekte Gelegenheit dazu. Mein geliebtes Kochfestival steht vor der Tür, also muss ich nur die besten Produkte der Saison sammeln. Da macht das im Tanz, ja. Eugene, was ist das? Der Frühling bietet eine Fülle von Möglichkeiten für alle, die unterschiedliche Interessen haben. Ein perfekter Zeitpunkt, um neue, faszinierende Unternehmungen zu starten. Ist immer so komisch. Charlotte, die hat eine Kuh dabei? Was macht ihr da? Wussten Sie, dass auch Kühe den Wechsel der Jahreszeiten genießen? Sie haben ein ausgezeichnetes Zeitgefühl. Machen wir dieses Fest auch für Sie etwas zum Besonderen? Ja, interessante Kleidung auch für jetzt jemand vom Land. Was machst du hier? Finn, der streckt alles hier in Brand. Ich kann es kaum erwarten, ein Feuerwerk abzufeuern. Der Himmel wird eine Leinwand für unsere Feier sein. Okay, brenn alles ab, mein Freund. Kann ich das Ding hier... Kann ich das sagen? Nee. Wer bist du? Noela. Der Frühling steht für den Neubeginn, der Sommer für die Reifung, der Herbst steht für das Ernten der Früchte und der Winter steht für Verwöhnen und Winterschlaf, wie amüsant. Und für abgefrorene Zehen. Ja, das ist alles spannend. Und was haben wir hier noch? Flump, ich pflanze. Ich gucke mal, ob ich ein paar Pflanzen hier noch kriege. Danke. Können wir mal gebrauchen. Genau, jagt alles in die Luft, Freunde. Tipp auf Festivalgeist. Hä? Bist du bereit, das Fest zu beenden und die Zwischenkämpfe zu beginnen? Nö. Okay, erstmal nicht. Oh, hier können wir wieder was. Sorry, Leute. So, wir sind hier alle. Hier haben wir noch Sakura, Japanerin. Oh, ich habe die gerade mit der Spitzhacke gehauen. Die Zeit der Kirschblüte rückt näher. Aua, unsere Familie richtet traditionell das Fest aus und sorgt dafür, dass unser reiches kulturelles Erbe gewürdigt wird. Ja, sorry fürs Hauen. Kyoko! Die Arbeit auf dem Fischmarkt hat mich gelehrt, die einfachen Freunde des Lebens zu schätzen. Feste symbolisieren für mich diese Wertschätzung. Genau, und zwei schöne Fropfen in der Nase, damit man Gestank nicht so mitkriegt. Ries! Ah, oh, Entschuldigung. Ich sollte die Spitzhacke weglegen. Entschuldigung fürs Hauen. Ich habe Gerüchte über eine geheime mitternächtliche Pflanzaktion in der Stadt gehört. Ich frage mich, ob sie Hilfe gebrauchen können. Oh, hier gibt es wohl nicht viel Aufregendes, außer nachts irgendwelche Sachen zu pflanzen. Und wo bin ich hingeraten? So, hier das. Zack. Oh, Entschuldigung, Thomas. Und ich habe dich wieder auch. Ich glaube, dieses Jahr wird es reichlich geben. Das spüre ich einfach. Ich kann es auch reichlich geben, mein Freund. Ich habe eine Axt dabei. So, wer bist du? Lindsay. Dieses Jahr hoffe ich, meine Mutter zu überreden, mir meinen eigenen Garten zu überlassen. Okay. Katze, ich habe ihn schon. Ja. Na, wie du willst. Bist du Versailles? Okay. Kommt ihr hier aus Frankreich? Ich habe gehört, dass Rufus letztes Jahr versucht hat, eine Kuh auf dem Festival zu verkaufen. Er hat sie nicht verkauft, aber es hat definitiv für einige interessante Gespräche gesorgt. So wie für deinen Dekolleté vermutlich. Okay.
Karen. Ist es nicht erstaunlich, wie das Festival Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zusammenführt? Ein wahres Zeugnis für den gemeinsamen Geist unserer Gemeinschaft. Ganz genau, und kein Mensch redet so. Wer bist du? Taro. Ich will ehrlich sein, der Herbst ist meine Lieblingsjahreszeit. Ganz genau, mach weiter Trübsal. So, wer bist du hier? Naomi? Und Entschuldigung. Sollte ich das Werkzeug weglegen? Interessant, nicht wahr? Unsere Samensprieße genau dort, wo sie gepflanzt werden. Kein Wegrollen, keine Komplikationen. So wie das Wasser seine eigene Ebene findet, hat die Natur ihre eigene Logik. Hier gibt's Logik. Gut. Oma? Das Fest bringt immer das Kind in mir zum Vorschein. Vielleicht ist es der Gemeinschaftsgeist. Vielleicht ist es aber auch einfach der Zauber, der in der Luft liegt oder die 3 Liter Schnaps, die ich vor dem Fest hatte. Außerdem, welcher neugierige Geist hat sich Cave Rescue ausgedacht und warum bin ich das ungewollte Ziel in diesem Spiel? Eine recht merkwürdige Wahl, nicht wahr? Was? Ja, Cave Rescue? Was ist das denn? Gibt es das hier auch als Spiel? Sieht nicht so aus, oder? Oder ist hier noch irgendwo was? Die sind hier nur alle am Updancen. Okay. Also das sind schon mal ein paar der merkwürdigen Bewohner dieses, hatte ich mir Karo gesprochen. So, der Frühling war ein absoluter Favorit. Die Welt scheint zu pulsieren und voller Leben zu sein. Genau, bis wir sie in die Luft sprengen. So, dem haben wir schon mal geredet, diesen Wintertypen. Wie ist die Daphne? Die hatte ich noch nicht. Eine Flasche seltenen alten Wein zu öffnen, um die neue Saison zu feiern, ist meine Lieblingsbeschäftigung. Und ich fühle mich dann auch entspannter. Genau, das ist die Alkoholikerin vom Ort hier. Okay, dann haben wir hier noch den Bahnhofvorsteher. Es gibt nichts Besseres als das Lachen und die Freude über den gleichmäßigen Rhythmus des Zuges. Vielleicht erzähle ich später ein paar Geschichten aus der Bar. Nee, besser nicht. Okay, dann haben wir den auch. Dann gibt es hier noch irgendein Minispiel oder was? Keine Ahnung, was macht der da? Hallo, Bradley? Ich war so nah dran, die Rangliste beim Chopper zu gewinnen. Junge, dieses Spiel wird richtig spannend, wenn das Tempo anzieht. Chopper? Okay. Wie du meinst. Okay, gut, dann kommen wir jetzt alles in die Luft schlagen hier, oder? Was ist das? Okay, die kann sich machen wir mal. Mal gucken, was passiert. Also gut, schnallt euch an, Butterblümchen. Es ist an der Zeit, die Firecracker-Party steigen zu lassen. Was, Crack? Was habe ich gehört? Uff, gut, dass diese Saatgutkiste so eine lange Zündschnur hat. Die macht immer noch ganz schön nervös. Die hat es mit Sprengstoff irgendwie. Ich kenne mich mit Sprengstoff aus. Kann ich helfen? Nein, Finn, du bist noch nicht alt genug. Bleib einfach zurück. Mama, du bist ein Spielverderber. Lass den Jungen doch alles in die Luft jagen. Du bist kaum alt genug, um deine Schnürsenkel zu binden. Bleib auf Abstand, Kleiner. Ich glaube, wir haben dieses Jahr viel zu viele Bomben benutzt. Rufus, im Handbuch der Sicherung steht ausdrücklich, dass Rot auf Grün übergeht, nicht Rot auf noch mehr Rot. Diese Schwachköpfe sind nur einen Funken davon entfernt, die Stadt in eine Zeichnung zu verwandeln. Ja, mal sehen. Schlechter Tag, um festzustellen, dass ich so farbenblind wie ein Hund bin. Ach, du grüne Neune. Rufus, nein, nicht. Geht an Entdeckung. Jeha. alles Roger, Roger, Roger. Ich wusste es. Ich hätte Roger nie erlauben dürfen, dieses Gerät zu basteln. Ihr Numskulls. Was immer das bedeutet, das ist bestimmt nicht nett. Aber wir haben es krachen lassen. Naja, ich bin froh, dass niemand verletzt wurde. Das hat Spaß gemacht. Okay, wir wurden in die Luft gejagt. So, was ist das hier? Apfel, Forscher, Bibliothek. Da haben wir noch eine Mission. Was ist das? Werkzeug, Spezial. Linke Kontrolltaste. Das ist eigentlich links String. Geht aber nicht. Komisch. Kann man hier auswählen. Ja, dann auch nicht. Anbaututorial gibt es noch. Kann man auch dann mal machen. Und wir müssen die Bibliothek anscheinend. Naja, okay. Dann machen wir mal das nächste Mal. So, das war jetzt das Frühlingspflanzfest, in dem wir einfach alles in die Luft jagen. Das könnte ja eine interessante Festivalzeit hier noch werden. Hier in diesem wunderbaren, verrückten Konokopia. Naja, dann bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Genau, mal sehen, was wir dann in die Luft jagen und bye bye. Das ist halt schon ein bisschen crazy.